Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Soul Silver. Wir sind in Teak City und das letzte Mal waren wir im Tanztheater. Und ja, da war ein Rocketrüppel, der angekündigt hat, dass da ein fieser Plan läuft. Und ja, wir stehen hier kurz vor der Turmruine. Und ja, wir sind auf der Suche wieder mal nach einem Arenaleiter, der seine Arena verlassen hat. Und in den Ruinen sollen wir angeblich Jens treffen oder suchen. Der soll da irgendwo sein. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal in diese. Oh, es sieht aber schon wirklich runtergekommen aus. In diese Ruine rein. Oh, da ist ein Smogon. Okay. Könnt ihr sehen, was da im Keller ist? Das konnte man damals nicht so sehen. Das war damals einfach nur ein schwarzes Loch. Und wenn man dann da runtergegangen ist, dann hat man ja auch die Sprites nur gesehen, diese Büschelfüchse. Also es war ja damals gar nicht so, dass man das richtig visuell sehen konnte. Krass. Oh, ich werde angegriffen. Von einem Smogon. Okay, Smogon. Dann mach dich mal gefasst darauf, dass wir dich jetzt in Gefangenschaft nehmen. Ja, das ist okay. Stopp. Okay, gut. So, versuchen wir mal unser Glück. Ah, nur noch zwei Bälle. Muss ich mal neue besorgen. Sehr schön. Wir haben Smogon gefangen. Giftwolke vom Typ Gift ist 60 cm groß und 1 Kilogramm schwer. Das Giftgas, das es umgibt, ist etwas leichter als Luft. Dadurch schwebt es in geringer Höhe. Prinz Mogon guckt immer total witzig so. Ich vergifte dich gleich. Aber auch Smogon bekommt keinen Spitznamen. So, und da steht auch schon der Jens. Und wer ist das? Eusin. Mein Name ist Eusin. Ich reise durch die Weltgeschichte, um ein Pokémon namens Suicune zu finden. Hast du da vielleicht mal in dieses Loch da geguckt? Nicht zu übersehen, Eusin. Und du bist? G. In Ordnung. Angenehm. Ich bin hierher gekommen, weil man mir sagte, Suicune halte sich hier auf. Wirf mal einen Blick ins Untergeschoss, durch das Loch im Boden dort drüben. Deine Augen trügen dich nicht. Das sind Suicune und die legendären Pokémon. Hört sich jetzt aber auch assi an. Das sind Suicune. Und die legendären Pokémon. Suicune ist nicht viel mehr wert als die anderen beiden. Das sind die drei legendären Hunde und die legendären Pokémon sind Ho-Oh und Lugia, mein Guter. Du kannst gerne versuchen, zu ihnen herunterzugehen, aber sie werden auf der Stelle Reis ausnehmen. Die hängen da gerade im Keller ab und wollen nicht gestört werden. Glaub mir, ich spreche hier aus Erfahrung. Okay. Smarsh ist auch da. Ich bin Jens, meines Zeichens Leiter der Arena von Teak City. Mein alter Kumpel Eusin ist gerade hier, weil er auf der Suche nach Suicune ist. Ja, muss ich doch gar nicht mehr auf die Suche machen. Das ist doch hier.
Und da es sich ebenso anbietet, durchkäme ich nun mit ihm diesen Turm. Er weiß doch schon, wo es ist. In Teak City gibt es schon seit Urzeiten eine Sage, die sich um die legendären Pokémon Suicune, Entei und Raikou rankt. Als Arenaleiter von Teak City muss ich, was solche Sachen angeht, natürlich immer auf dem neuesten Stand bleiben. Wir wissen auch, Jens, von den Mönchen aus dem Glockenturm, dass du schon versucht hast, Ho-Oh zu beschwören und es nicht geklappt hat. Also, naja, ich weiß ja nicht, aus welchem Interesse da manchmal legendäre Pokémon gesucht werden. Und noch eins, Morgon, aber noch eins brauche ich nicht. Gut, ich gehe jetzt aber mal stark davon aus, dass jetzt gleich hier Smash. Ja. Was denn? Du schon wieder? Du planst sicher, dir das legendäre Pokémon zu schnappen, das hier auftauchen soll, um dich damit ins Rampenlicht zu rücken. Der ist schon ein bisschen paranoid, ne? Also ein bisschen geisteskrank ist er. Aber das kannst du dir abschminken. Hör mir gut zu. Die legendären Pokémon gehören ganz alleine mir, denn ich habe mir geschworen, der stärkste Trainer der Welt zu werden. Schlag du dich nur nach Herzenslust mit den Schergen von Team Rocket herum. Das passt viel besser zu dir. Was für ein aufgeblasener Pimpf. Der sieht er selber aus wie einer von Team Rocket. So, Smash möchte gegen mich kämpfen, hat jetzt vier Pokémon. Oh, der hat einen Nebulak. Auf Level 20. Nicht schlecht. Was ist denn gut gegen Geist? Ich weiß nicht, ob Psycho gut gegen Geist oder Geist gut gegen Psycho. Eins von beidem. Ich vergifte es einfach mal. Ernsthaft? Was für ein Assi-Mensch. Okay, Gift hat keine Wirkung auf Geist. Das kann ich mir schon mal hinter die Ohren schreiben. Super, Fluch ist voll der Scheiß. Und jetzt verwirrt er mich auch noch. Na komm, Lorblatt. Na komm, na komm, na komm. Na, okay. Das war jetzt nicht wirklich. Ja, war so was von klar. Boah, das verletzt aber wirklich hart. Sonst noch Wünsche? Boah, das sieht aber eklig animiert aus. Ich weiß, dass ich nicht fliehen kann. Ich will auch gar nicht fliehen. Das wäre doch ziemlich taktisch unklug. Okay, Pflanze ist schon mal nicht effektiv. Aber ich habe immerhin Level 23 erreicht. Supi. Ja, der Fluch wird mich aber gleich. Ja, das war klar. Zubat. Nee, das ist ja jetzt lächerlich, ne? Eigentlich wäre Vati die bessere Option, aber. Ja, dann ist es so. Flug ist auch noch sehr effektiv gegen mich. Aber jetzt wird Barty dann ordentliches Gewitter starten. Nimm mich in Acht, Smash. Nicht, dass du auch noch getroffen wirst. Alles klar. So, Igelava. Igelava ist im Moment nur Feuer, richtig? Ich bleib einfach mal bei Vati. Ich habe jetzt niemanden explizit starken. Ich habe kein Wasser-Pokémon.
Ah, die Genauigkeit, ne? Nee, 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 nee. Ernsthaft, Barty? Du hast wohl zu viel Fell vorm Auge. Das ist jetzt eine Taktik von dem, ne? Was für ein böser Smarsch. Das ist jetzt nicht dein Ernst, Barty. Was machen wir denn jetzt? Dann paralysieren wir den mal. Vielleicht funktioniert ja das. Der versucht mich hier echt blind zu machen. So, wenigstens das. Das war so klar. Okay, der kann aber gerade nicht angreifen. Wen haben wir denn noch? Nidorino. Nidorino hat Unlicht. Ich glaube, das ist gut gegen Feuer. Ja. Nidorino hat doch nicht Verfolgung. Wer hat denn Verfolgung? War das Ibitak? Gut, jetzt bin ich aber einmal schon hier in der blöden Lage. Dann gucken wir mal, wie ist es mit Kampf? Ja, das ist auch nicht so der Hammer. Na, wir prügeln uns jetzt hier einfach durch, bis wir alle blind sind. Das war klar. Oi. Volltreffer auch noch. Egal, ich zieh das jetzt durch. Ernsthaft. Okay, ich will ja, dass Nidorino ein bisschen Punkte kriegt. So, Ibitak hat Verfolgung. Sollte vielleicht vorher mal nachgucken. Ich meine nämlich, dass das gut ist. Und der kann meine Genauigkeit auch nicht senken, weil Ibitak nämlich die Spezialfähigkeit hat. Oh, ist auch nicht wirklich effektiv. Schade, ich dachte, Unlicht wäre da irgendwie besser. Na gut, wenigstens hat es irgendwie gefluppt. Magnetilo. Ne, da muss ich auf jeden Fall wechseln. Nimm mal Vati. Dafür, dass du so ein Schwächling bist, lässt du echt nichts unversucht, was? Ich guck mal gerade kurz in den Bericht, nochmal bei Klarenstein. So, nee, der hat nichts mit Boden, weil Boden wäre jetzt gut. Warum tackeln wir den jetzt einfach? Hat nichts gebracht. Na, das war klar. Ich glaube, ich heile Nidorino. Das ist jetzt so mein Gedanke gerade gewesen. Vielleicht könnte das helfen. Aber bevor ich abdanke, nee, Moment. Paralysiere ich den einfach auch. Wie wäre das? Oh, super, ich kann eh nicht eingreifen und angreifen. Ah, das ist jetzt aber ein lustiger Kampf hier langsam. Ist der doof? Okay,
Zumindest paralysiert. Sehr gut. So, jetzt bin ich verwirrt. Super. Aber heißt ja noch nichts. Das war so klar. Ich wusste gar nicht mehr, dass er ein Magnetilo hat. Das hat ja gar nichts gebracht. Oi, 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 oi. Ah, super. Okay, das hat mir wenigstens schon mal ein bisschen weitergeholfen. Aber auch nicht wirklich. Na, fantastisch. Na, Evitag ist mit einem Ding weg, ne? Versuchen wir mal Kleinstein. Oh, das ist sehr effektiv. Kleinstein, deine Stunde ist gekommen. Ich wusste gar nicht, dass Kampf auch gut ist gegen... Aber Moment, Magnetilo ist, glaube ich, Stahl-Elektro. Vielleicht ist es auch gut gegen Stahl. Ja, komm. Ich glaube, Kleinstein wird direkt 3 Level aufsteigen. Merkst du eigentlich, dass ich mich für dich zurückhalte? Total. Komm, Kleinstein, du schaffst das. Sehr gut. Nein, stopp. Du schaffst das, Kleinstein. Du schaffst das. Nein. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, komm, Vati. Ist das bei Vati nur so immens mit der Paralyse? Tja, tschüss. So, wir haben Smash besiegt. Genau, deshalb kämpfe ich nicht gern gegen Schwächlinge. Da wird man sofort unvorsichtig. Ja, total Smash. Ach, egal. Du schaffst es sowieso nie, dir ein legendäres Pokémon zu schnappen. Was für ein Fiesling. Ich bin sicher, du hast auch so deine Gründe hier zu sein. Ja, ich möchte gegen Jens eigentlich kämpfen. Na gut, der erzählt uns dieselben Leier. Gut, habe ich verstanden. Hatten wir eben schon. Gut auswendig gelernt, Jens. Oh, ich hätte eigentlich noch... Bevor ich runtergehe, gehe ich erstmal hier rum. Aber, bevor ich das tue, sollte ich mich vielleicht erst einmal heilen gehen. Smash hat mir schon ein bisschen zugesetzt. Noch ein Smogon. Ist hier der Smogon-Turm. Na, der Smash, der hat mir schon zugesetzt. Das muss ich sagen. Na, komm. Oh, Radikal. Du wirst jetzt noch direkt mitgenommen. Ja, nicht schlecht.
Ja, das ist gut. Versuchen wir's. Yay! Okay, dann hat sich das ja noch mal gelohnt. Radikal haben wir gefangen. So, Radikal ist trotzdem noch als Maus gelistet. Vom Typ normal, 70 cm und 18,5 kg schwer. Mit seinen Barthaaren hält es die Balance. Da seine Zähne stetig wachsen, muss es ständig etwas annagen. Bisschen wie ein Biber. Nein, kein Spitznamen. So, Radikal ist auf Box 2. Das heißt, wir haben doppelten Grund zurück zum Haus sage ich schon, zum Pokémon Center zu gehen. Ja, das ist auch ein Haus. Um uns A einmal zu heilen. Wir können auch mal Knofensa abgeben. Wir brauchen bisher keinen Zerschneider. Und ich bin sehr stolz auf Kleinstein, dass Kleinstein uns jetzt hier in einer ganz misslichen Lage gerettet hat und selber nur Level 10 hatte. So. Dann gucken wir doch mal auf den PC. So, wir bewegen einmal das Ganze. Wir machen es gerade mal so. Hier ist ja auch noch ein Radfratz, ne? Hier gehören auch keine so richtig zusammen. Das kleine Bild hier von Smogon sieht aber auch sehr lustig aus. Wir machen das gerade mal so. Die besonderen Pokémon kommen jetzt erstmal auf Box 3. Knofenser wird sich den jetzt auch direkt anschließen. So, Radikal, du darfst hier bleiben. Wir holen dir aber einmal Radfratz rüber. So, dann ist da noch ein kleiner Spot frei. Leg das halt gerne so an, dass die ganzen Evolutionen hintereinander stehen. Ja. Mal gerade mal, okay, ist schon richtig angeordnet. Oh, Radikal hätte sogar Biss und auch Verfolgung, aber den nehme ich jetzt nicht mit. Ich überlege, ob ich noch mal Traumato bisschen trainiere mit seinen Psychoangriffen. So, einmal zurück. Immer die Musik. Hey, keine Panik, Junior. Wenn jemand weiß, wie gefährlich es ist, mit Feuer zu spielen, dann sind das wir Feuerspucker. Das muss man sich mal vorstellen. Der ist in einer Turmruine, die zerstört worden ist durch einen Brand. Und dann steht da so ein Feuerspucker namens Sam und spuckt da Feuer rum, während alles mit Holz ausgekleidet ist. Im Keller sind die legendären Pokémon und der spuckt da einfach sein Feuer. Das muss man sich gerade erstmal geben.
Ist jemand mit ihrem Smog? Sehr gut. So, der hat noch einen Smogon. Wir bleiben aber bei Vati. Vielleicht hat er auch noch einen Smogmog. Wer weiß. Sehr gut. So, tschüss, Smogon. Yay! Vati hat Level 23. Und er hat noch ein Fukano. Dann wechseln wir mal. Dann nehmen wir mal Nidorino. Ja, Bedroher. Oh Mann. Silberblick. Ja, na komm, Nidorino. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und Nidorino hat Level 22 erreicht. So, wir haben Feuerspucker Sam besiegt. Danke für den heißen Kampf. Ha, Wortwitz. Dieser Turm ist durch einen Blitzschlag abgebrannt. Dagegen sind unsere Flammen bloß heiße Luft. Merkst du selbst, ne, dass das ein bisschen komisch formuliert ist. So, wir haben ein Gegengift gefunden. Und was für ein Pokémon ist das? Ein Smogon. Sorry, das müssen wir jetzt gerade mal skippen. Okay, ich dachte jetzt schon, dass uns der Trainer anspricht, aber es war ein Radfratz. Nee, danke. So, noch ein Feuerspucker hier. Was machen diese Pyromanen hier? Ich übe in der Turmruine Feuerspucken. Na wunderbar, das ist doch hier alles aus Holz. Mach das nicht zu Hause nach, Kinder. Danke für den Hinweis, Nintendo. Ach, Herausforderung von Feuerspucker Wulf. Oh, der hat ein Glutexo. Ungewöhnlich, dass die auf einmal so Starter-Pokémon einer... Oh, das ist jetzt natürlich ganz doof. Starter-Pokémon einer anderen Edition haben. Oh, nicht schon wieder diese Masche. Sehr gut.
Oh, der Drachenwut. Oh mein Gott. Uiuiuiuiui, das habe ich nicht kommen sehen. Das ist ja krank. Okay, Gott sei Dank. So, wir haben den Wolf besiegt. Brechel. Ja, hat er sich wohl an seiner Fackel verschluckt, hä? Oh nee, nicht der Radfratzjunge. Hey, dass du das nicht falsch verstehst. Damit, dass dieser Turm abgebrannt ist, habe ich nichts zu tun. Ah, merkst du selbst, ne? So, hier brauchen wir Zertrümmerer. Und wir haben KP Plus gefunden. Ich frage mich, was hier passiert, weil das macht ja sonst keinen Sinn, dass die hier stehen. Okay. Ein Radikal, aber das haben wir ja bereits. Oh, die Flucht ist gescheitert. Das ist aber auch selten. Ja gut, dann halt nicht. Biss ist eine starke Attacke. Und Knirscher umso mehr. So, sehr gut. Hey. Ich würde sagen, von hier aus kann man die Wunden noch viel besser sehen. Ach, Smogon. Ist das euer Ernst? Ein Zubat, wie erfrischend. Dachte, auf den Statuen könnte man was lesen, aber kann man nicht. Und noch ein Zubat. Eigentlich ziemlich gefährlich. Wir gehen da gerade über so einen ganz schmalen Balken, der auch sehr morsch aussieht und dann kommen dann noch Pokémon von oben um die Haare gewirbelt. So. Tja, der Eusin, der hat uns ja eigentlich gewarnt, dass die sonst ratzefatze weg sind. Aber ich beobachte sie einfach still und heimlich von hier aus. Ich würde sagen, der Part war jetzt doch länger, als ich dachte, allein durch den ganzen Kampf gegen Smarch. Deswegen schauen wir mal, was das nächste Mal passiert, wenn wir uns den drei legendären Hunden nähern. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.